An der felsigen Küste Irlands verbirgt sich ein gut gehütetes Geheimnis. Eine Alge, die unsere Art zu düngen ändern könnte. Seit 30 Jahren ist Seamus McGarvey für das Management der regionalen Algenressourcen für ein Staatsunternehmen zuständig. Er wird uns die beeindruckenden Potenziale der irländischen Küste zeigen. When you come to the shore, the first thing you see is the masses of seaweeds that are there. There are many different types. It's said that there are over 500 species growing. You've got the greens, the reds, and the browns. Now, the one that I'm interested in, and the one that I've spent all my life being involved with, is the brown. It's the Ascophyllum nodosum. Hier ist Ascophyllum eine wertvolle Ressource. Die Bauern haben den unschätzbaren Wert dieser Alge erkannt. Seit Generationen sammeln sie diese, um damit den Boden zu düngen und ihre Tiere zu füttern. Right, that's a typical Ascophyllum plant. As you can see, this is near the root or the holdfast area, where it's a dark green, and the light green or yellowish is the new growth. It holds itself onto the rock by holdfast. It feeds through gets the nutrient through the spores, and it has to be fairly resilient, this plant, because the tide leaves it two times a day and comes back two times a day. So it's out of the water for about half of its life. Die Erntemethode hat sich nicht geändert. Der Arbeiter erntet die Alge mit einer kleinen Sense und passt darauf auf, den Vegetationskegel zu erhalten. Dieser Vegetationskegel sorgt dafür, dass auch zukünftige Ernten möglich sind. Dann werden die Algen mit dem Schiff transportiert und für die Verarbeitung vorbereitet. Seit 2004 führt Declan Callagher das Unternehmen OGT, das Trade Corp 2014 erworben hat. Er überwacht die Algenverarbeitung. So the challenge we face is taking a raw material like this and then developing a system which allowed us to retain all the nutrients that are found with this raw material and turn it into a high concentrate, high quality seaweed extract. Um dies zu schaffen, haben die Ingenieure von OGT und TradeCorp eine einzigartige Kaltextraktionstechnik entwickelt, das Gentle Extraction genannt wird. Die frischen Algen werden bei Hand geerntet und nur die Algen hoher Qualität werden verarbeitet. Dann werden sie gewaschen, um alle Verunreinigungen zu beseitigen. Danach werden die Algen in einem einzigartigen Kaltextraktionsprozess verarbeitet, ohne dass Chemikalien verwendet werden. Dieser Prozess schützt die Nährstoffe, die Vitamine und Antioxidanten, die sich im Ascophyllum befinden. Ergebnis? Ein natürlicher Algensaft mit dem Namen Filgrin. Wir sind in Belgien an der Universität von Lüttich-Jean-Blou. Franck Ennecard ist Algenspezialist bei TradeCorp. Er will sich mit Patrick Dujardin, Pflanzenbiologie-Professor, über die Einzigartigkeit der Ascophyllum unterhalten. On s'aperçoit que le rôle de ces algues et de ces extraits d'algues va au-delà de la fonction d'engrais, que les algues sont capables de moduler, de réguler l'expression des gènes des plantes cultivées, va les aider à mieux se développer, à mieux se protéger aussi contre les stress de l'environnement. Donc les extraits d'algues sont au-delà d'être des engrais, ce sont des biostimulants. Die Ingenieure sind besonders an der Biostimulanzfunktion interessiert. Mit dem Professor Patrick Dujardin wird versucht, den einzigartigen Beitrag dieser Alge für die Pflanzenentwicklung zu bestimmen. Les biostimulants, ce sont des substances ou des micro-organismes, on va étendre la définition donc à ces micro-organismes, qui sont appliqués aux végétaux cultivés pour favoriser leur croissance, leur développement, et en agissant à trois niveaux. Le premier, c'est l'efficience de la nutrition. La plante est plus efficace pour acquérir les nutriments de son environnement, pour les assimiler. Le deuxième niveau, c'est la tolérance aux stress environnementaux, les stress abiotiques, hein, qui sont le froid, la salinité, la sécheresse. Et le troisième niveau, c'est la qualité des produits végétaux récoltés. Les extraits d'algues donc sont finalement des biostimulants bien connus depuis longtemps. Ils ont été les premiers, parmi les premiers à avoir été identifiés comme tels. Et aujourd'hui, ce sont des biostimulants pour lesquels les effets sont particulièrement bien documentés. Mehrere Versuche bei Birnen und Orangen haben einen Produktionszuwachs durch eine bessere Blüte gezeigt. Andere Ergebnisse haben bestätigt, dass Filgrin die Qualität beim Wein- und Gemüseanbau verbessert. Ertragserhöhungen sind auch bei Getreideanbau und auf Weiden beobachtet worden. Beaucoup de problèmes de production auxquels ils doivent faire face sont liés à des problèmes de stress abiotique. Et dans ce cadre-là, nous sommes dit, mais pourquoi pas essayer d'optimiser la production de filgrin pour répondre au mieux à ces stress abiotiques. D'où l'idée de développer
cette extraction à basse température qui va permettre de limiter le dommage aux éléments clés de l'algue qui vont permettre à la plante de mieux réagir à ces stress abiotiques. Et c'est vraiment tout là le concept de Filgreen. Moderne Techniken einsetzen, indem man sich durch die traditionelle Landwirtschaft inspirieren lässt. Das ist die Ambition von TradeCorp. Ein Projekt, das an der irischen Küste geboren wurde und das eine neue Generation der Pflanzenernährung einleitet.